Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich zocke mit euch Bastion. Und wir sind auf der Suche nach Shards, um unsere Bastion aufzurüsten. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. Ja, der große Enkelgator, den wir das letzte Mal getötet haben, war Queen Anne. All that trouble for a single shard, but you know what? It was worth it. Jetzt die Frage, was bauen wir aus? Ich würde sagen, die Schmiede. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. Ja, natürlich. Das ist ja auch meine Schmiede. Schleicherspieß. Aber irgendwie mag ich meine Kriegsmagnete lieber. Das Ding kann ich auch nicht leiden. Ich mag Handgranaten. Na, kein Kommentar zu meiner Waffenwahl? Was haben wir denn hier? Etwas Spitzes für den Schleicherspieß. To fix a brusher's pike, you just need a good length of knife bark. Gut, uns stehen also noch zwei Waffen bevor. Und wir müssen noch ein paar Shards sammeln. Fangen wir an. The next shard should be farther out there in the wild. Splitter, Punkt der Lemain. Hin. Know how Ceylandia became the richest city in the world? Two words. Point Lemain. Mhm. Im Deutschen sind es vier Wörter. If the wild could ever be tamed, it was gonna happen right here. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Freak show? The army's triggers once had the place on lockdown. Ein Armeekarabiner. Kid might as well pick up where they left off. Blam, just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. Blam? Point Lemain seemed better days for sure, but it ain't done. Hat aufgehört zu schießen, es ist also tot. Whole place shudders in a fit. The grand rail of Point Lemain. Not only is it still there, it still works. Yay. Of course it's no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Ja, immer doch. Wow. Nick der Gute, Nick der Gute. Grand Rails all grown over with things of calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Vor allen Dingen
Dinge, die mal ganz schön schnell schießen. Wow. So. Dann mal weiter hier, wie? Irgendwie wird das Setting ja immer wüster. Takes fancy footwork on the rail, but with wallflowers, cough and fungus everywhere. Only one way to cure a cough like that. Aha. Oh. Daneben. Da gibt's also nichts. Weiter geht's hier lang. Es gibt schon ein paar sehr bekloppte Pflanzen hier. Möchte ich sprechen. Place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Mhm. Hat eine ganz eigene Perspektive, möchte ich sagen. Grand Rails seem much more fighting in bygone times. Near on 50 years ago, first shots fired in the Ur-Ceylandian War. Möchte ich den Amaran? Nee, ich glaube, ich möchte hier tatsächlich meine Duellpistolen wieder haben. So. Weiter geht's. It was right here that Zolf's Ur-Forefathers decided to mix it up. Ich nehme mir doch wieder den Karabiner. Weil damit kann man immerhin diese blöden Pflanzen mit einem Schuss umlegen. Kabang. Ja, auch das geht gut. Sehr schön, sehr schön. Okay, so maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Hier geht's noch weiter. The rail must have shook the Ur to the bone down in those dens of theirs. Kardengel. Hier ist mein Splitter. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for him, though. All the rotten wood there on the rails turned it into Swamp Weed Central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While shooting a genuine registered army carbine? While choking on swamp weed? Eggers trying to prick you in the eye. Well, let me tell you, it ain't fun. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich nicht witzig. Es macht keinen Spaß.
Bam. Die Jungs nervt auch ganz gewaltig. Boah. Komm schon, komm schon, komm schon. But then at last, it's the end of the line. Yay. Picking swamp weed out of those boots for days. Yeah. Definitiv. Turns out he's got company up at the radio station, waiting for him. Ooh. Nee, du sollst den da oben. Boah, Leute, macht mich doch nicht fertig. Not just another wallflower pincushion, mind you. At first he thinks it's Zulf. Natürlich nicht. Turns out he's wrong. This is for you, says the man. Then wham. Mhm. Was denn wham? Okay. Er kann schreiben. When the kid comes to, the man's long gone. But something else is there. The only words the kid recognizes on that parchment are for Zia. Well, what's a kid to do? Hmm. So. He took the shard. He took the hit. And he took that note. Sehr schön. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Ja, aber alles Weitere sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Zockt viel, zockt schön. Bis dann. Oh, und hinterlasst mir vielleicht einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder einen Kommentar, je nachdem, was ihr denkt. Bis dann.